Das weiße Schiff. Es war eines der schnellsten Schiffe, die je gebaut wurden. Der Mann, der jetzt König von England sein sollte, war an Bord. Der Sohn König Henrys. Beim Prinzen waren 140 Ritter und viele Adlige. Alle auf dem Weg von der Normandie nach England. Es heißt, das Schiff sei auf die Felsen gelaufen. Und ein Feuer brach aus. Noch vor der Abfahrt des weißen Schiffs hätten der Prinz und seine Mannen zu trinken und zu streiten begonnen. Mönche, die die Reise segnen sollten, seien gezwungen worden, von Bord zu gehen. Man sagt, das Schiff sei verflucht gewesen. Der Sohn des Königs und viele seiner Familie wurden in jener Nacht von den schwarzen Fluten verschlungen. Und damit willkommen zurück zu Sea of Thieves und Pirate's Tales. Ja. Ihr vergesst ein wichtiges Detail. Nicht nur diese Mönche verließen das Schiff, bevor es ablegte, sondern auch Stefan von Blois, der Neffe des Königs. Er wurde krank, wie es hieß. Dieses alte Gerücht. Derselbe Stefan, der sich jetzt König von England nennt. Was? Das kann kein Zufall sein. Wieso nicht? Natürlich ist er jetzt König. Er ist der Neffe des Königs und er hat überlebt. Was sagt ihr dazu, Milord? Ich denke, Stefan ist ein kluger Mann. Klug genug, um seine ganze Familie in den Tod zu schicken. Aber warum jemand über diesen gottverlassenen Felsen herrschen will, werde ich nie verstehen. Warum sagt ihr so etwas? Ich liebe mein Land. Wieso seid ihr dann fortgegangen? Naja, weil ich etwas Neues sehen wollte. Ich sage euch, was ihr sehen werdet. Ein ordentliches Land, wo Menschen sich zu benehmen wissen. Ist das nicht Aiena? Und was ist mit euch? Warum geht ihr fort? Ich suche nach jemandem. Nach wem? Ich schätze, ich sollte mich nicht in eure Angelegenheiten mischen. Ganz genau. Ihr Engländer redet ganz schön viel, was? Ich weiß nicht, was ich dabei empfinden sollte, mein Land zum ersten Mal zu verlassen. Ich meine, wie sollte man sich da auch fühlen? Hoffnungsvoll? Ich weiß nicht. Vielleicht laufe ich einfach nur davon. Ihr alle solltet euch jetzt ausruhen. Es dauert nicht mehr lange, bis wir Cherbourg erreichen. Gott sei Dank. Ich kann es kaum erwarten. Deadlake Entertainment und Bastei Lübe präsent. Ein Game bei Matt Kempke, Kevin Metz. Carsten Fichtelmann hat wieder mitgemacht. Ja. Based on the novel The Pillars of Earth by Cal Follett. Der Thilo, der hat die Musik gemacht. Pillars of Earth. Of the Earth. Live. Mit Zweigfürstel-P. Mit und von Zweigfürstel-P. Auf Twitch. Und später auf YouTube. Buch 3. Im Auge des Sturms. Kapitel 15. Die Reise. Cherbourg. Im Sommer 1142 hatte ich meine Heimat England endgültig verlassen. Mein altes Leben lag in Trümmern, so wie die Kathedrale von Kingsbridge.
Nachdem ich meine Familie und Freunde im Stich gelassen hatte, machte ich mich auf, den Vater meines Kindes zu suchen. Den Mann, den ich immer noch von ganzem Herzen liebte. Jack Jackson. Und so erreichte ich eines Morgens im Juli die Küste der Normandie. Mit nichts als einem Beutel Münzen in der Tasche und einem neugierigen, noch namenlosen Gesichtchen, dem diese neue Welt genauso fremd war wie mir. Das weiße Schiff. Die Nacht, in der das weiße Schiff sank, 1120. Das weiße Schiff war eines der schnellsten Schiffe seiner Zeit. Sein Steuermann war Sohn des Kapitäns der Mora, die Wilhelm den Eroberer über den Ärmelkanal brachte, als er in 1066 in England einmarschierte. Wie einst sein Vater bot der Kapitän des Weißen Schiffes seinen Dienst König Heinrich an, um seine Familie aus der Normandie zurück nach England zu bringen, wo der König sie erwartete. Doch niemand an Bord sollte diese Reise übernehmen. In der Dunkelheit der Nacht brach ein Feuer aus. Das Schiff wurde in die Tiefen des Meeres hinabgezogen und mit ihrer Königsfamilie unter ihnen mehrere Thronerben. Stefan von Blois hatte auch an Bord sein sollen. Doch man sagt sich, dass eine plötzliche Erkrankung ihn das Schiff kurz vor dem Abreise verlassen ließ. Er wurde zum letzten männlichen Erben des englischen Throns. Seither hält sich das Gerücht, dass das Sinken des Schiffes kein Unfall war. Okay. Das erste Schiff am Morgen. Okay, mit dem Steinmetz könnten wir reden. Ihr seid noch hier? Oh, ihr seid's. Ja, ich versuche gerade meine Füße wieder an festen Boden zu gewöhnen. Der letzte Teil unserer Reise war nicht gerade mein Fall. Das ist wichtig zuerst. Tragt, seid ihr vielleicht Steinmetz? Das stimmt. Ihr habt ein scharfes Auge, Herrin. Ich erkenne einfach einen Steinmetz, wenn ich ihn sehe. Um ehrlich zu sein, ich bin's noch nicht lange. Habe gerade meine Lehrzeit in Salisbury hinter mir. Davor habe ich mit meinen Eltern Schafe geschoren, aber das war nicht wirklich was für mich. Vater hasst mich immer noch dafür, dass ich gegangen bin. Oh, okay. Was werdet ihr tun, um hier als Steinmetz Arbeit zu finden? Weiß nicht. Das muss ich erst rausfinden. Ich habe bloß gehört, dass die Entlohnung hier besser sein soll. Dann wollt ihr einfach von Ort zu Ort ziehen und nach Arbeit suchen? Genau. Und ich werde in Lessay anfangen. Ein anderer Steinmetz hat mir von der Abtei dort erzählt. Er sagte, diese Normannen bauen ihre Kirchen ganz anders als wir zu Hause. Ich will das mit eigenen Augen sehen und vielleicht etwas dabei lernen. Klingt nach einem Ort, wo wir Jack finden könnten. Vielleicht ist Jack zur Abtei in Lessay gegangen. Gehen viele Steinmetze nach Lessay? Ich weiß nicht. Es ist eigentlich ein sehr kleiner Ort. Der Mann, der mir davon erzählt hat, hat dort mal ein paar Reparaturen ausgeführt. Vermutlich hat er auch anderen davon erzählt. Ich habe mein altes Leben auch hinter mir gelassen. Es ist unheimlich, nicht wahr? Mal ganz neu anzufangen. Ihr klingt auf jeden Fall eher aufgeregt als ängstlich. Oh, ich bin aufgeregt. Geht das nicht jedem so? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich suche nach jemandem. Einem rothaarigen Steinmetz namens Jack Jackson. Er ist vor etwa einem Jahr nach Frankreich gekommen. Ein Berufsgenosse, das ist ja was. Leider kann ich dazu nichts sagen. Schließlich bin ich auch gerade erst angekommen, so wie ihr. Stimmt, ich weiß, die Normandie. Aber solltet ihr so jemandem auf eurer Reise begegnen, sagt ihm, Aliena von Shiring suche nach ihm. Klar, mach ich. Jack Jackson. Ich halte Ausschau nach ihm. Danke. Habt eine sichere Reise. Oh, danke. Ihr auch.
So. Ich werde dem Baby keinen Namen geben, bis ich Jack gefunden habe. Aha. Ja, Morris. Oha. Ich bezweifle, dass sich hier jemand für dieses Buch interessiert. Okay. So, jetzt sind wir also in der Normandie gelandet. Was tun wir nun? Den Strand erkunden. Sie fälschen eine Überfahrt. Der Handel mit England lohnt sich wohl. Lessler, eine Kutscherin. Hey, ihr da. Ein ganz schönes Paketchen, das ihr da rumschleppt. Wohin wollt ihr? Ja, beides irgendwie. Habt ihr einen rothaarigen Steinmetz gesehen? Er muss irgendwann letzten Sommer hier an Land gekommen sein. Ein Rotschopf in der Normandie? Er wäre mir nicht aufgefallen. Selbst mit einem Hammer statt einer Angelrute im Gepäck. Vielleicht solltet ihr in Barfleur nachfragen. Dort kommen alle Reisenden durch, Pilger wie Könige. Die Leute gehen selten in Cherbourg an Land, seit die Festung zwischen Stefan von Blois und Geoffrey von Anjou hin und her gereicht wird. Warum ihr überhaupt nach Cherbourg gekommen seid, ist mir ein Rätsel. Es war das erste Schiff, das ich kriegen konnte. Ihr müsst ziemlich in Eile sein, Madame. Sagen wir, ich musste weg, bevor ich es mir anders überlege. Wenn das so ist, was geht es mich an? Vermutlich hat jemand in Barfleur Jack gesehen. Okay. Kennt ihr den Weg nach Lessay? Na klar. Schöne Gegend. Dann würde ich aber zuerst suchen. Aber ich hoffe, ihr wollt nicht zu Fuß dorthin. Ich sag euch was. Ihr gebt mir ein paar Münzen und ich fahr euch hin. Ihr könnt das Ziel immer noch ändern, wenn wir unterwegs sind. Was meint ihr? Ein Taxi. Welche anderen Wege gibt es, außer durch Barfleur zu reisen? Weiß nicht. Da müsst ihr die Leute vor Ort fragen. Aber Barfleur wäre sicher ein guter Ausgangspunkt. Schlagt ein und ich bringe euch dorthin. Okay. In Ordnung. Bringt mich von hier weg. Sehr gut. Wohin wollt ihr denn? Wir haben noch nicht mit den Leuten auf dem Mars geredet, aber was soll es? So. Nach Lessay oder nach Barfleur? Ich würde erstmal nach Lessay gucken. Das klingt besser. Lessay war winzig, aber, wie sich herausstellte, die Reise wert. In der kleinen Abteikirche der Dreifaltigkeit traf ich einen Mönch, der behauptete, mit einem Mann gesprochen zu haben, auf den Jacks Beschreibung passte. Er sei von dem Rippengewölbe der Abtei fasziniert gewesen und habe dem Mönch zahllose Fragen über dessen Konstruktion gestellt. Der Mönch konnte mir zu seinem Bedauern nicht sagen, wohin Jack weitergereist war, aber das machte nichts. Warum sollte Jack, nachdem er in England von den Mönchen eingekerkert und verraten wurde, wieder zu den Mönchen? Ich legte mich auf den Boden des Gästehauses der Abtei zum Schlafen nieder. Und zum ersten Mal seit fast einem Jahr fühlte ich mich erleichtert. Als ich in den Schlaf sank, drückte ich unser Baby an mich und flüsterte ihm in sein rosa Öhrchen: Wir werden deinen Papa finden. Okay, also doch nach Barfleur, oder? Na, okay. Ich glaube, den Weg haben wir uns versperrt. Also, Le Mont Saint-Michel. Oder nach Le Mans. Entschuldigt, wenn ich die Namen ein bisschen falsch ausspreche. Ja. Es kommt vor. Mein Vater hatte mir Geschichten von Mont Saint-Michel erzählt. Vor langer Zeit hatte der Erzengel Michael Aubert von Avranches aufgefordert, eine Abtei auf dem einsamen Felsen im Meer zu bauen, indem er ihm ein Loch in den Kopf brannte. Es heißt, man könne in seiner Heimatstadt Avranches immer noch den durchbohrten Schädel sehen. Es war ein windiger Tag, als ich ankam. Und der Ort war voller Pilger. Pilger und Spielleute.
Ich erinnerte mich an Jacks Faszination für diese Geschichtenerzähler und sprach einen an, als dieser gerade eine Pause machte. Und tatsächlich hatte er Jack getroffen, allerdings nicht in Mont-Saint-Michel, sondern auf einer Straße, die von dort nach Osten führte. Anscheinend hatte Jack vergeblich versucht, einen Spielmann zu finden, der sich an seinen Vater, Jack Sherberg, erinnerte. Aber da ihm langsam das Geld ausgegangen war, hatte er in Le Mans oder Tours nach Arbeit suchen wollen. Das war vor ungefähr 6 Monaten gewesen. Ich holte auf. Oh, Tours. Der Name ist mir bekannt, die Stadt kenne ich. Also ich war noch nie selbst dort, aber... Falls es die noch gibt, zumindest sagt mir der Name irgendwas, ob das eine Vergangenheitsstadt aus der Vergangenheit ist oder ob es die immer noch gibt. Zumindest sagt mir Orléans, das kommt auch. Ja, das ist. Die Namen kommen mir langsam bekannt vor. Nach 2-monatiger Reise. Tschüss. Das stand da. Zentralfrankreich. Ja. Frage herum, ob jemand Jack gesehen hat. Aktueller Ort Tours. Zentralfrankreich. Guten Tag. Seid ihr der Baumeister hier? Worum geht's? Ich suche nach einem Mann, der vielleicht hier durchgekommen ist. Ein englischer Steinmetz mit rotem Haar. Er nennt sich Jack Jackson. Ein Rotschopf? Ja. Habt ihr ihn gesehen? Er hat vielleicht hier Arbeit gesucht. Ich brauche keine neuen Steinmetze. Wir machen hier nur Ausbesserungen. Aber war er hier? Nein, hab ihn nie gesehen. Und jetzt tretet zur Seite, Weib, bevor eurem Kind was auf den Kopf fällt. Er ist aber unhöflich. Man hat mir gesagt, er wollte hierher kommen. Vielleicht hat er seine Meinung geändert. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht gesehen habt? Natürlich. Gibt es noch weitere Bauplätze in Tours? Sicher. Es ist eine große Stadt. Und wo würde ein Fremder am ehesten Arbeit finden? Weiß nicht. Fragt rum. Darf ich mit euren Arbeitern reden? Nein, sie haben zu tun. Und ich kann euch versichern, sie können euch auch nicht mehr sagen. Dann spreche ich mit ihnen, sobald sie ihr Tagewerk vollendet haben. Reine Zeitverschwendung. Schon gut, er war hier. Ach. Für mich arbeiten. Aber ich musste ihn nach 1 oder 2, 3 Tagen rauswerfen. Warum? Weil er immer nur wollte. Lasst mich das Dach neu entwerfen, lasst mich das Hauptschiff heller machen. Alles tolle Ideen, aber immer nur Gerede, statt mal das zu machen, was er machen sollte. Scheiße, der Kerl war fast so quengelig wie mein Sohn, so als der noch in seiner Bengel war. Er weiß schon eine Menge über sein Handwerk. Ich kenne Steinmetze wie ihn. Hochbegabt, aber ohne einen Funken Disziplin in sich. Mit so einem kann ich nichts anfangen. Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Keine Ahnung. Vielleicht nach Limoges oder Angoulême. Vielleicht sogar nach La Rochelle. Er hatte große Pläne für jede Kathedrale auf Gottes Erdboden. Aber keinen für sich selbst. Ich verstehe. Dann störe ich euch mal nicht weiter. Bon voyage, Madame. Das ist so, der Jack. Wie er lebt und lebt so. Ein weiterer Ort mit einer Kathedrale. La Rochelle. Ein blühendes Kunstzentrum. Eine wichtige und freie Hafenstadt. Ja, so genau wissen wir es ja nicht.
Na dann. Wir hatten gerade Tours verlassen, als mir plötzlich schwindelig wurde. Ich hielt an und machte Rast, um wieder zu Atem zu kommen. Dann erbrach ich mich in einen Graben neben der Straße. Klingt nicht gut. Zu meinem Entsetzen war unser Baby auch blass geworden. Sein Atem ging flach wie der eines alten Mannes. Ich gab mir Mühe, nicht in Panik zu geraten. Aber die nächste Herberge war Meilen entfernt. Und wir konnten nicht auf der Straße bleiben, wo es nass und kalt war. Klingt noch schlimmer. Zurück nach Tours. Oder in Richtung De Poitras. Ich würde es wahrscheinlich bereuen. Ich schleppte mich weiter, aber bis die Sonne ganz aufgegangen war, als ich doch umkippte. Ein Messerhändler, der denselben Weg hatte, hielt einen Wagen an, der auf der Fahrt zurück nach Tours war, und handelte mit dem Kutscher einen Preis aus, mich zu einem Gasthaus zu bringen. Ach, also doch zu Tours. Als wir wieder in Tours waren, wurde das Fieber schlimmer. Ich erinnere mich, wie die Leute mich in einem Raum trugen und auf ein Bett legten. Mist. Ich versuchte, mein Kind zu stillen, aber an alles danach kann ich mich nicht mehr erinnern. Als ich erwachte, stand Jack neben meinem Bett. Was? Er schimpfte mit mir, weil ich ihm gefolgt war. Weißt du, du könntest gehen, wohin du willst, flüsterte er. Warum bist du so dumm und folgst mir? Ich versuchte zu antworten, aber er öffnete das Fenster und sprang hinaus. Sein, oder? Ins alte Griechenland oder vielleicht den ganzen Weg nach Arabien. Und in meinem Fieber folgte ich ihm. Eine Fieberfantasie. Sind wir tot. Ach du Schreck. Eine Fiebertour. Kingsbridge, Griechenland, Arabien. Auf nach Griechenland. Fieberfantasie. Je weiter ich lief, umso wütender wurde ich. What the fuck? Jahrelang hatte ich für meine Familie gekämpft. Ich hatte meinem Vater einen Eid geschworen, ein Geschäft aufgebaut, um ihn zu erfüllen, und sogar einen Mann geheiratet, den ich verachtete, nur um allen anderen Menschen zu helfen, außer mir. Ich hatte immer nur meine Pflicht gegenüber den Männern in meinem Leben gekannt, während der Mann, den ich zu finden versuchte, der in Wirklichkeit noch ein Junge war und nicht einmal imstande, sich selbst zu finden, ein sorgloses Leben führte. Er zog in der Welt umher, um Mathematik und Philosophie zu erlernen, während ich das Kind aufziehen musste, das er gezeugt hatte. Wann kann ich je etwas für mich selbst tun? Fragte ich die Welt, als ich weiterzog. Zurück nach Kingsbridge oder was? Und nicht doch. Ich war im Kreis gelaufen, den ganzen Weg bis zum Ende der Welt und zurück, nur um zum Ort unseres Scheiterns zurückzukehren. Mit geschlossenen Augen lauschte ich dem Klang reißenden Garns und bröckelnder Mauern und von Wagen, die gute Menschen in einer Wolke roten Staubs davontrugen. Was für ein schrecklicher Fiebertraum. Als ich das letzte Staubkörnchen gelegt hatte, öffnete ich die Augen und fand mich wieder in einem schmutzigen kleinen Raum. Eine alte Magd saß neben meinem Bett und lächelte mich an. Dann reichte sie mir meinen Sohn. Oh, lieber Gott, er sah so blass aus. Je mehr ich ihn zu wärmen versuchte, desto kälter fühlte er sich an. Oh, bitte, lieber Gott, lass ihn leben. Bestraf ihn nicht für meine Sünden. Ich streichelte zärtlich seinen Kopf, bis er schließlich das Mündchen an meine Brust legte und trank immer mehr, mit jedem Schluck gieriger als zuvor. Wir waren beide verschont worden. Wir ruhten einen weiteren Tag, dann packte ich meine Sachen und suchte die Kathedrale erneut auf, um Gott für seine Gnade zu danken. Das war knapp. Wieder hier, oder was? Sollte Glück dafür danken, dass er das Leben unseres Kindes verschont hat. Aha.
Das ist kein guter Ort zum Beten. Ach. Was denn? Das ist kein guter Ort zum Beten. Ein guter Ort zum Beten. Das ist ein guter Ort zum Beten. Das ist kein guter Ort zum... Statue der Gottesmutter. Ein guter Ort zum Beten. Aha. Ich danke dir, lieber Gott. Jetzt langsam hochziehen. Ich danke hochziehen. Dir, dass du mein Kind gerettet hast. Ich danke dir für... Nicht loslassen, für, bevor ihr fertig seid. Aber warum unterschlagen werden. Du mir Gnade? Ich habe alle verraten, die mir lieb waren. Ich habe Jack verraten. Und meinen Bruder. Und wenn ich nie zurückkehre, würde ich auch den Eid brechen, den ich Vater geschworen habe. Es ist nur, dass ich das Gefühl habe, ich hatte nie ein eigenes Leben, weil ich immer nur für andere gekämpft habe. Und jetzt kämpfe ich vielleicht zum ersten Mal nur für mich selbst. Vielleicht sollte ich ja zurückgehen und helfen, Kingsbridge wieder aufzubauen. Vielleicht liegt Jack inzwischen sogar nichts mehr an mir. Auf keinen Fall. Amen. Wenn sich der Mess Jack wiederfinden. Ein Kragstein. Das kenne ich doch. Der Mann großartig, von Jack ist. Nicht wahr? Der Mann, der das gemacht hat, hatte es wirklich in sich. Das ist wahr. Das hatte er immer. Oh, ihr kanntet Monsieur Jacques. Ja, aber es ist eine Weile her, seit ich ihn das letzte Mal sah. Es ist eine Schande, dass der Meister ihn gehen ließ. In nur einem Monat hat er so viele Dinge vollbracht. Der Baumeister sagte, er hätte ihn nach nur 3 Tagen entlassen. Ach ja? Nun, vielleicht redet er sich das selbst ein. Die beiden haben sich von Anfang an nicht verstanden. Um die Wahrheit zu sagen, alle glauben, er fürchtete um seine eigene Stellung, wenn jemand wie Jacques mit dabei war. Das Letzte, was er machte, war, diesen Kragstein zu meißeln. Es war das Einzige, was der Meister ihn machen ließ. Und als er damit fertig war, hat man ihn weggescheucht. Klingt ja ganz nach Kingsbridge. Euer Meister sagte, er hätte keine Disziplin. Ich will euch etwas erzählen. Jacques hat sehr hart daran gearbeitet. Er hatte vielleicht ein ungeduldiges Gemüt, aber man konnte sehen, dass er dagegen ankämpfte. Diesen Stein zu bezwingen war sehr wichtig für ihn. Oh, das verstehe ich sehr gut. Wisst ihr zufällig, wohin er gegangen ist? Er wollte dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela folgen. Dem Camino? Die Stadt ist jetzt aber wirklich bekannt. Er sagte, vielleicht würde er dort jemanden finden, der seinen Vater kannte. Nur noch eine Frage. Wie ging es ihm, als er euch verlassen musste? Darüber habe ich nie nachgedacht. Seltsam erleichtert, würde ich meinen. Er schien bereit für etwas Neues zu sein. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Gern geschehen. Und viel Glück auf eurer Reise. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. In einem fernen Ort. Ist es nicht seltsam? Immer wenn man aufhört zu suchen, trifft man auf die merkwürdigsten Dinge. Wie diese 3 Maschinen, die einer meiner Händler aus Bagdad hergebracht hat. Oh nein, ist das wieder eines von deinen Banu Musa-Spielzeugen, Rashid? Das sind keine Spielzeuge, Adriel, sondern Objekte wissenschaftlichen Erfindergeists. Mein geschätzter Freund aus dem Norden soll es erklären. Ach. Wohl nicht in Compostela. Jack, wenn ich bitten darf. Das sieht eher nach Arabien aus. Aktuelle Tour in Zentralfrankreich. Nee. Möchte ich eure Aufmerksamkeit auf diesen prächtigen Singvogel auf dem Tisch lenken. Obwohl, könnte sein. Und dann auf den wundersamen Esel neben dem Eingang. Aber halt in der Vergangenheit. Aber das Erstaunlichste von allem
steht zwischen den beiden. Hm, wenn ich so darüber nachdenke, warum bewahrst du dir die Lady nicht bis zum Schluss auf? Sonst könnten die anderen beiden Geräte im Vergleich blass und simpel erscheinen. Einverstanden. Die Statuette da?